Hallo zusammen und willkommen zurück zu Wargroove. Dann werden wir uns doch dieses Mal nochmal mit dieser letzten Nebenmission hier beschäftigen. Genau. Nochmal gegen diese Banditen hier und ja, beim letzten Mal sind wir sozusagen dann am Ende so ein bisschen, ist uns die Luft ausgegangen, was unsere Truppen anging. Von daher wird dieses Mal die Idee sein, unsere Einheit, unsere Truppengröße einfach so groß wie möglich zu halten. Das wird sicherlich darin resultieren, dass ich hier relativ langsam vorgehen werde. Also langsam heißt halt, also uns ist jetzt erstmal egal, ob wir hier diesen komischen Rang A kriegen oder irgendwie sowas. Sondern versuchen schön langsam der Reihe nach hier vorzugehen. Man hat ja gesehen, im Großen und Ganzen kann man schon vielleicht diese eine steigere, also hauptsächlich wahrscheinlich die Kavaliere hier, Einheit pro Zug, sage ich mal, schon vom Spielfeld nehmen. Grundlegend klappt das ja ganz gut. Genau. Das werden wir dann wohl hier auch einfach erstmal an der Stelle machen. Also da wird es jetzt hier keine Riesenüberraschung geben. So, also schauen wir uns das nochmal an. Er könnte bis hierhin kommen. Er könnte bis dahin kommen. Der Hund ist, denke ich, der einzige meiner Truppen, der hier diesen Bogenschützen erreichen kann, was natürlich schon Sinn macht. Ja. Den hätte ich schon gern, weil wir greifen ja hier auf jeden Fall alles andere an. Er will ihn vielleicht nicht unbedingt angreifen. Er kann ihn eigentlich ohne Problem angreifen. Genau, das dürfte uns eigentlich nicht stören. Der Kommandant müsste das aushalten. Dann könnte er zum Beispiel diesen Hund hier oder so nicht angreifen. Oder er ihn 15 bis 22, 18 bis 26, ja, vielleicht so rum sogar besser. Schau, dass der Kommandant nicht von hier unten rankommt. Das wäre natürlich noch schöner. Ja, egal. Wir greifen erstmal an. Halt immer schön versuchen, so ein viel wie möglich kritische Treffer und so weiter einzubauen. Genau, das könnte zum Beispiel auch heißen, dass er sich zum Beispiel einfach dann dahin stellt. Also, beziehungsweise, gut, wenn der Bogenschütze zuerst angreift, ist es wahrscheinlich sowieso egal. Er kann ihn auf jeden Fall wegnehmen, genau. Also erstmal das Hündchen hier. So. Ja, das reicht auch. Ist eigentlich erstmal soweit okay. Man hätte auch versuchen können, oben den einen Schwertkämpfer anzugreifen, aber ist halt zum einen eine relativ schwache Einheit. Und ich glaube, er kann uns hier auch momentan nichts tun, genau. Also gibt es auch gar keinen Grund, warum wir den angreifen sollten. Das denke ich erstmal soweit schon ganz gut, dass wir hier diese erste Sache haben. Auf jeden Fall ein, zwei Dörfer muss man sowieso einnehmen, um dann halt sozusagen die Möglichkeit auch zu haben, dass wir uns ein bisschen heilen können. Und man bekommt ja dann doch, das waren dann zwar relativ randommäßige, würde ich mal sagen, aber gut, halt Einheiten noch ein bisschen mit dazu und das wird uns da sicherlich gute Dienste erweisen, wenn wir dort sozusagen uns auch ein paar Einheiten mitnehmen. Ja, du kannst auch mal in den Wagen einsteigen, das ist erstmal egal. So schlecht war der Wagen ja auch nicht, zur Pufferung oder so, aber wenn man ihn behalten kann, ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Genau, den Bogenschützen haben wir soweit entschärft. Er kann jemanden angreifen.
Und die Dörfer, da wir ja selber keine Kavaliere haben, müssen ja, ich sag mal, hauptsächlich wahrscheinlich dann schon. Er hat jetzt zum Beispiel auch einen neuen Kavalier gebaut. Ich denke, er nimmt auch momentan, na gut, 800 pro Zug ein. Also so schnell kann man ja nicht sein, damit man jetzt die Dörfer raushaut, damit er sich das dann irgendwann nicht mehr leisten kann. Also weil wir brauchen ja wahrscheinlich 10 Züge oder irgendwie, bevor wir, sagen wir mal, hier sind. Und dann hat er ja schon so einen großen Vorrat an Geld, damit er da die 100 zusätzlich jede Runde auf jeden Fall ausgeben kann. Also das wird das sicherlich kein Problem werden. Okay, er kommt hier erstmal nicht ran, das ist gut. Ja. Ach, das reicht ja gleich, ja, genau. Nehmen wir den doch mit den Crit gleich komplett weg. Genau, der Kommandant ist auch schon wieder bei 100% selbst. Er kommt jetzt noch nicht an die Stadt ran. Dann eliminieren wir noch gerade diesen Bogenschützen. Das wäre sicherlich gut. Der Kommandant wird sozusagen hier mal das Dorf ein bisschen angreifen. Da muss ich mal sehen, was wir jetzt noch für eine Einheit hätten. Der Hund war ja da, denke ich, immer nicht so gut geeignet. Ja, 45 Gegenschaden eventuell sozusagen, das wäre dann doch ein bisschen zu gefährlich. Aber er kann vielleicht schon mal hier rüber gehen. Du sollst nicht einsteigen, sollst nur da hingehen. Ist jetzt fast die Frage, ob es jetzt Sinn gemacht hat, diesen einen Angriff noch zu setzen gegen das Dorf. Weil jetzt können sie es natürlich einfach ganz leicht wieder einnehmen. Mit 5 HP, aber es ist ja dann nicht voll, von daher denke ich mal, ist das schon okay, was wir da machen. Genau. Okay, dann schauen wir doch mal. Genau, das war sozusagen zu erwarten, aber ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Ein paar Einheiten hatten es halt von Anfang an schon, die uns hier entgegenrennen. Aber wenn wir die alle so ein bisschen abfedern und die Zahl hier sozusagen konstant ein bisschen runterkriegen, dann ist das doch alles in allem soll das doch dann machbar sein. So. Du könntest zum Beispiel den angreifen. Also der einzige, der hier wirklich so richtig gefährlich wäre, wäre vielleicht der Hund erstmal. Er kommt noch nicht ran. Und wir brauchen hier nochmal ein, zwei Züge, bevor die ran sind. Aber wir müssen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufräumen an diesen Kollegen hier. Ja, wenn, stellst du dich lieber in die Wiese. Das gefällt mir dann doch besser. Könnte jetzt zum Beispiel der Hund machen. Und da müssen wir mal schauen, wenn wir unseren Kommandant jetzt davor platzieren. Ja, dann dürfte er ja auf jeden Fall nicht mehr dorthin kommen. Der Kommandant könnte sich auch hier hinstellen. Nein, kann er nicht. Dann kann er ja einfach dran vorbeilaufen und die Hunde angreifen. Gut. Okay. Also das sollte er auf jeden Fall aushalten, auch wenn der Gegner sich dann natürlich den Vorteil hat, sich dort oben im Gebirge zu positionieren, aber na gut. Ach nein, er kann ja trotzdem dran vorbeilaufen. Ah. Ja, er hätte hier stehen müssen. Okay. So, ihr wart doch relativ gut gegen diese Sache hier, genau.
Die können das mal niederreißen. So. Also er könnte auch den angreifen. Also wie schon gesagt, der wird ja den Hund jetzt nicht in einen einzigen Angriff hier extremst gefährden. Von daher ist das, denke ich mal, auch okay. Du gehst mal ein Feld zurück, weil wir besetzen lieber mit jemandem, der voll ist. Gut, wir hätten jetzt auch die Sperrkämpfer dorthin stellen können. Aber die sind wir momentan doch nochmal ein bisschen wichtiger. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir mal den Rest mehr oder weniger so stehen. Mit dem Wagen gleich noch eins vor, das ist aber jetzt nicht so spannend. Und schauen wir uns doch mal an, was hier passiert. Ah nein, er greift das Dorf an. Also das ist natürlich theoretisch sogar noch besser, weil da stirbt ja erstmal niemand von uns, auch wenn wir uns am Ende da dort natürlich gern wieder ein bisschen heilen wollen, aber grundlegend bin ich damit doch sehr einverstanden. Was sagt denn die Statistik? 10 zu 31. Sollte sich uns jetzt nicht jemand anschließen? War es nicht irgendwie so? Aber das kommt dann irgendwie mal erst einen Zug später oder so. Also das war irgendwie ein bisschen eigenartig. So, wir sind bei 100%. Wir könnten den hier ganz locker wegnehmen. Die Hunde machen das auch, garantiert. Da gibt es jetzt keine große Gefahr, wenn der Kommandant den hier angreift. Dann machen wir das doch einfach und ziehen mal die restlichen Truppen ein bisschen hinterher. Genau, die sind alle außerhalb der Reichweite. Und hier geht es dann natürlich schön mit Kavalieren, Alchemisten und Bogenschützen weiter. Na gut, das hat man ja damals schon herausgefunden. Würde ja Sinn machen, dass er die starken Einheiten baut. Also hin und wieder baut er auch, denke ich, auch mal irgend so was weniger Starkes. Aber nur gut. Das kann zum Beispiel der Alchemist von hier machen. Das ist okay. Da unten. Ach nein, durch den Wald kommen die auch da unten nicht ran. Ja, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir hier nicht angreifen sollten. Ist jetzt die Frage, sollen wir da 300 Gold jetzt schon ausgeben? Der Kommandant heilt sich ja wieder voll. Dann würde ich sagen, sind doch 30 hier ein bisschen besser angelegt, würde ich mal meinen. Genau. Und die Kollegen rücken hier mal ein bisschen auf. Und dann schauen wir uns das doch nochmal an. Sollte er sozusagen langsam vorrücken? Genau. Und so geht das so der Reihe nach erstmal so dahin. Also, soweit hat man das, denke ich, beim ersten Versuch auch. Ein paar der Dorfbewohner waren sicher. Genau, das habt ihr ja alle schon gelesen. Also gut, in dem Fall wirklich nur der normale Standardsoldat, aber immerhin ist eine Einheit mehr. Jetzt sind wir bei 11 zu 30. Okay, jetzt kommen natürlich schon ein bisschen mehr Einheiten hier zusammen. Mmh,
Können wir hier irgendeine Inspirationssache machen? Oder macht es mehr Sinn, wenn wir versuchen, hier den einfach komplett wegzunehmen? Dann natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit mit diesem Bogenschützen hier, der ist natürlich ein wenig ärgerlich positioniert sozusagen. Er könnte ihn komplett wegnehmen, wenn er da dran käme. Okay. Ihr habt alle zu wenig Reichweite, das ist schade. Das ist so ein bisschen riskant, also wir könnten irgendwie eine Einheit oder so verlieren. Da ist halt die Frage, wenn wir uns jetzt wieder zurückziehen, wird es denke ich auch schwierig. Es könnte gefährlich hier werden für diesen Alchemisten, wenn diese Hunde sich dann hier aufteilen und ähnliches. Ja. Er kommt auch an ihn ran. Na gut, dann nehmen wir doch erstmal den weg. Er könnte ihn auch einfach nur stark schädigen. Wir haben gesagt, eine Alternative wäre natürlich, dass wir Inspiration anwenden. Aber wenn wir hier schon mal hingehen, dann können uns die Hunde eigentlich in dem Sinne keinen kritischen Treffer entgegenwerfen. Also, außer vielleicht gegen ihn. Das wäre aber noch vertretbar. Jetzt hätten wir noch die Möglichkeit, hier selber zuerst anzugreifen. Dann wird er aber natürlich umzingelt von beiden Hunden. Und das könnte ein wenig knapp werden. Ja. Dann rücken wir doch mal lieber hier auf. Bogenschütze muss natürlich versuchen, irgendwie hinterherzukommen. Und setzen wir den mal hier hin, damit er irgendwie wieder an die Front kommt. So. Also tun das mehr oder weniger erwartete. Das ist okay, auch wenn er jetzt ein bisschen Schaden genommen hat. Aber das ist wirklich nicht so schlimm. Der Kommandant hat ja dann doch die besseren Heilfähigkeiten. Aber wenn die irgendeine andere Einheit da in die Mangel genommen hätten, dann wäre die natürlich auf jeden Fall weg gewesen. Von daher war das, denke ich, schon mal richtig hier. Und jetzt haben wir scheinbar erstmal wieder einen im Prinzip freien Zug hier. Wir brauchen den Bogenschützen eigentlich nicht, um das hier sozusagen zu besetzen oder irgendwie. Ich probiere mal was. Ich würde mal versuchen, das hier mit den Bogenschützen mit kritischen Treffern sozusagen so ein bisschen runterzuhauen. Wie wollen wir uns hier am besten positionieren? Am liebsten natürlich in diesem Waldstück. So ein bisschen zumindest, um vielleicht dann so eine gerade Frontlinie zu haben und ein bisschen Schutz dort zu suchen. So, momentan kommt ja noch keiner ran hier.
okay, also die können auch noch mal hier hin. Dann schauen wir uns das doch erstmal an. Theoretisch hätten wir ja auch schon ein bisschen Geld, um mal eine Heilung rauszuhauen, aber da macht es natürlich schon mehr Sinn, wenn wir noch ein paar mehr Einheiten irgendwie dahin kriegen. Und jetzt werden wir uns sozusagen gleich dem ersten Kavalier stellen müssen. Und offensichtlich hat er da unten tatsächlich so einen Pikenier oder sowas noch gebaut zwischendurch. Das ist natürlich eine vertretbare Einheit. Dann schauen wir mal, ob wir hier so langsam aber sicher diese Stadt ein bisschen runterkriegen. Ja, wer will sich am liebsten hier angreifen lassen, ist jetzt so ein bisschen die Frage. Machen wir vielleicht doch schon mal so eine kleine Heilung hier. Der Hund gefällt mir da vielleicht mal nicht so gut. Er kann ihn angreifen. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Dann kann er den da unten nicht mehr angreifen, genau. Und er wird ja als Gegenschlag, sage ich mal, niemanden hier sofort besiegen. Man könnte sich jetzt überlegen, dass er sich zum Beispiel hier hinstellt und wir dann Inspiration benutzen, um beide nach vorn laufen zu lassen. Dann könnten sozusagen die zwei Sperrkämpfer hier sich nochmal hier an diese Leute hier ranwagen. Das wäre natürlich noch schöner, wenn er so positioniert wäre, dass es so klappen würde. Na gut. Er müsste sich dann halt von den Bogenschützen angreifen lassen. Das ist natürlich auch nicht ganz so optimal. Ich würde mal sagen, ich lasse die Sache einfach mal so, wie sie jetzt ist. Das ist absolut okay. Das war sozusagen vorherzusehen. Ja, ist, denke ich, ganz gut so gelaufen. Und neuer Kavalier, klar, das macht Sinn. 11 zu 29. Auch nicht ganz schlecht. Habe ich schon gesagt, wir wollen hier die Sache mal ein bisschen runterkriegen. Was könnte er tun? Jetzt wird es natürlich schon wieder ein bisschen gefährlicher mit den Einheiten hier hinten dann. Ja. Also der Bogenschütze natürlich durchaus kein ungefährlicher Mann hier. Ich glaube, wir legen hier nochmal eine kleine Heilung nach.
Wir wollen uns auf jeden Fall nicht von ihm kritisch treffen lassen. Das wäre schon mal so eine Sache. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Kavalier mit ganz wenig Lebensenergie sozusagen überlebt, wenn er sozusagen dann den Angriff eine Möglichkeit so blockiert für die anderen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir könnten jetzt, also wenn die alle diesen Sperrmann angreifen, ist er, denke ich, hinüber. Stark gegen Magier, sind sie noch stärker dagegen, ja. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Der könnte theoretisch vielleicht geopfert werden als schwächste mögliche Einheit hier. Macht vielleicht am meisten Sinn. Achso, ja, weil er jetzt auch kritisch anstellen kann. Genau, der Grund, warum wir hier niemanden hinstellen wollten, war ja ganz einfach. Dass wir sagten, okay, wir wollen nicht, dass er kritisch auf den schießen kann. Also, dass er sich zumindest bewegen kann und einen normalen Angriff nur landet. Na, mal sehen, was da draus wird. Also, der... Oh nein, er positioniert sich so, dass er ihn nicht angreifen kann. Da könnten wir jetzt Glück gehabt haben. Ja, ist jetzt natürlich trotzdem so eine Frage, also sich dort sozusagen perfekt durchzukämpfen, ist natürlich immer so eine Sache. Na gut. Die Hunde könnten auf jeden Fall hier schon mal surrounden, bloß jetzt kommen hier natürlich weitere Truppen, jetzt sind wir schon bei 3 Kavalieren, die uns hier angreifen. Der ist natürlich schon weg, das ist quasi keine Gefahr mehr, aber... Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also. Gehen wir mal davon aus, dass der Bogenschütze hier theoretisch erstmal sicher wäre. Das wäre natürlich auch wieder eine gute Einheit, die wir mal in unserer allgemeinen normalen Truppe mit drin haben sollten, könnten, wollten. Das ist natürlich auch ganz klar. Er könnte ihn kritisch treffen. Wollen wir das? Bis 40. Ist so ein bisschen eine Sache. So ein Gegenangriff von Kavalier ist bestimmt relativ schädlich für den Magier. Wir haben auch nicht genügend Geld, um uns wieder eine Heilung zu leisten.
Na, ja, wir greifen erstmal den hier an und schauen mal, was dort passiert. Wie schon gesagt, mit 1 HP ist er mir jetzt relativ ungefährlich. Also habe ich auch kein Problem damit, wenn er uns vielleicht, wir haben sogar wieder Glück und er blockiert die Gegner so, dass sie nicht angreifen können. Ja, und das sind so die Truppen, die dann hier kommen. Speermänner, Alchemisten und Bogenschützen. Gut. Er könnte sich zum Beispiel dorthin stellen, das wäre jetzt halt die Frage. Hühnchen sind auch nicht so ganz ungefährlich, ungefährdet, oder? Ja. Die wollen sich da auch nicht so gern von denen angreifen lassen. Auch nicht von ihnen hier eigentlich. Lirum Larum, ich denke, der muss auf jeden Fall dort weg. In den Bergen ist er auf jeden Fall erstmal geschützt. Das ist ganz grundlegend erstmal schon mal was wert. Und ganz ehrlich, ich glaube, das macht ja sogar schon mal Sinn, hier das einzusetzen. Ist jetzt keine Riesensache. Ja, ist wirklich keine Riesensache, weil den wollen wir ja eigentlich gar nicht besiegen. Na gut. Aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nochmal die doppelten Sperrbrüder zu positionieren. Und ich hoffe mal, dass uns das dann irgendwie was bringt hier. Somit kann er nämlich überhaupt keinen Magier angreifen. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Ja, ist jetzt die Frage, wenn er weggeht. 1, 2, 3. Achso, er kann ja einfach wegziehen. Ja. Dann sollte das auch ungefähr hinhauen. Und er. Achso, ach nein, das kann er nicht besitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schade. Na gut, schauen wir uns das doch mal an. Aber Sperrkämpfer waren ja nicht so die Lieblingsziele von den Kavalieren, von daher ist es, denke ich mal, schon okay. Genau, und da kommen auch schon die nächsten angerannt. Und allein jetzt hat sich natürlich schon ein sozusagen Geldpolster angebaut hier. Gegen das wir natürlich nichts mehr unternehmen können. Also, was sich einfach nie so reduzieren wird, dass es dort für ihn eine Gefahr darstellt. Und jetzt können wir auch endlich wieder unseren Bogenschützen als normale Einheit benutzen. Ja, das ist jetzt, denke ich, auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass wir hier an diese Sache hier rankommen. Ist jetzt vielleicht nicht das Allerwichtigste, dass genau er das hier macht, aber er kann sich von denen ruhig mal angreifen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier kann er keinen angreifen. Klickt man nochmal direkt dorthin, nicht, dass dann der Hund wieder irgendwo hinrennt. Auf ein angrenzendes Feld von denen. Da hat man ja hin und wieder mal die ein oder andere Schwierigkeit mit der exakten Positionierung, so wie wir sie wollten. Und
Ja, Soldaten werden hier hart angegriffen. Das wollen wir eigentlich in dem Sinne dann auch nicht. Ein, zwei, drei, vier, ja. Die Sache ist nur, der hat mehr Lebensenergie. Und somit ist das Dorf natürlich schneller weiter hochgeheilt. Das kostet zwar jetzt mal ein bisschen Geld hier, den Magier aufzuladen. Aber ab dem nächsten Zug bekommen wir ja auch selber mehr Einnahmen, von daher wird das, denke ich, schon passen. So, der Kommandant ist auch langsam wieder im Bedrängnis. Kann sein, dass der sich auch mal zurückziehen muss. Hey, wenigstens mal einen Speerkämpfer, der bringt ja was. Ich glaube, ist mir sogar wichtiger, dass wir ihn hier angreifen. Und wir hätten sogar wieder 300. Das heißt, wir könnten die hier zum Beispiel alle schon mal heilen. Und das sieht doch auch nicht ganz schlecht aus hier. Okay, sogar komplett abgeräumt. Ein, zwei, drei, vier. Also er kann auf jeden Fall dorthin. Die Frage wäre jetzt nur, ob sich das denn überhaupt lohnt. Er steht auf seinem Berg natürlich schon mal ganz gut positioniert. Das Problem ist so ein bisschen, wir haben nichts, mit dem wir den angreifen können. Ach so, nein, klar, der kommt ja daran. Ja, dann bleibt er einfach hier doch mal stehen. Er muss einfach jetzt hier das mal so für uns machen. Und hier gibt es keinen anderen, der etwas tun könnte. Bist du stark gegen Hunde? Natürlich bist du gegen alle meine Einheiten stark. 85% ist natürlich auch ganz schön viel Schaden. Aber ich glaube mal fast, das ist jetzt an der Stelle noch fast zu vertreten. Macht das Sinn? Oder lassen wir den ganzen Schaden auf den Kommandanten einprasseln? Also das ist jetzt halt die Frage, was da Sinn macht. Ah, ich glaube, wir schicken mal die Hunde vor. Somit wird seine Auswahl, was er hier machen kann, ja schon geringer. Und wenn wir wirklich wollten, der Soldat verliert sogar noch mehr, also das macht jetzt keinen Sinn, den dorthin zu stellen, aber könnte man ja sagen, hey, willst du vielleicht nicht lieber diesen Wagen hier angreifen? Ja, wahrscheinlich nicht, aber man kann es ja mal probieren.
oder den im Wald geschützten Hund? Das wäre jetzt die Frage. Nein, Kommandant scheint doch die höchste Priorität zu haben. Also von daher war es jetzt dann natürlich dann auch keine verschwendete Energie, mit dem Hund noch diesen Bogenschützen auszunehmen. Ja, weil logischerweise der uns dann natürlich sonst noch zusätzlich angegriffen hätte. Und das wäre doch nicht so schön. So. Kommandant kann sich ein wenig heilen. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Na, gar nicht mal so schlecht. Für 200. Und wir hatten gesehen, die fallen uns in den Rücken, wenn wir das nicht übernehmen. Ist natürlich die Sache, wenn jetzt hier eine konstante Reihe an Gegnern uns hier entgegenfliegt, sozusagen. Wie viel Sinn das dann macht, die nicht dort dann erstmal hier rüber zu schweifen, dann wird es hier wieder eng und da. Also das Dorf einzunehmen, das ist sicherlich unkritisch. Es sind ja auch nicht allzu starke Einheiten hier. Ja, ich denke mal, da werden wir irgendwie dort vorankommen. So, wir versuchen mal, dass wir hier so ein bisschen zusammenbleiben. Genau, geht natürlich weiter mit Kavalieren und so weiter. Macht ja auch Sinn. Die bereiten uns auch mit die größten Schwierigkeiten, wenn man so will. Das heißt, was wir eigentlich jetzt wollen, ist hier hinzufahren. Und einen Schützen schon mal hier hinzusetzen. Was wir auch wollen, ist das und das. Der soll auch noch mal ein bisschen näher kommen. Ja, und jetzt hier um die Kurve rum wird es noch mal ein bisschen eng. Da versammeln sich dann seine Leute noch mal. Aber wie schon gesagt, das war jetzt auch die Idee, hier jetzt langsam voranzurücken und nicht wie beim letzten Mal, wo wir ja, also die erste Hälfte sah vielleicht noch ganz gut aus, auch wenn wir hier schon mal ein, zwei Einheiten eingebüßt hatten, aber am Ende ging uns da dann echt die Luft aus. Und das muss ja nicht nochmal so sein. So, man könnte jetzt natürlich hier noch sagen, ah, mit dem Bogenschützen greifen wir schon mal irgendwas anderes an. Aber das ist jetzt Quatsch. Einfach hier perfekt sozusagen. Hauen wir den weg. Das ist nochmal eine ganz interessante Vierer-Truppe hier. So, Wagen brauche ich ganz vorne erstmal nicht. Die rücken erstmal mit auf. Da werde ich den Kommandanten vielleicht sogar hier in den Wald oder sowas. Mal schauen, er ist sozusagen wieder aufgepäppelt, kann also wieder ein bisschen was einstecken. Das ist immer gut. So, jetzt wird das Ganze hier schon ein bisschen interessanter. H
Hauptsächlich wegen diesem Mann hier unten. Oder Hund. Dann nehmen wir den uns doch mit diesem kritischen Treffer mal vor. Hat eine Chance, dass wir ihn komplett aushauen. Naja, knapp. Macht aber nichts mit der 1 HP-Einheit. Da haben wir jetzt keine Riesenangst davor. Bogenschütze, Soldat und Hund. Wie wär's mit... Nein. Sieht doch schon besser aus. Und du greifst das schon mal von hier aus an. Ist jetzt nicht so wichtig, aber... Also, klar, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Ihr rückt schon mal auf. Das ist eigentlich ein bisschen zu weit oben, aber naja, egal. So, der Rest ist gut positioniert. Sollte eigentlich die Abwehr soweit funktionieren hier. Genau. Die besiegen sich eigentlich nur selbst. Und dann sozusagen immer schön langsam eins nach den anderen vorrücken. Wie schon gesagt, ist auch nicht so wichtig, dass man jetzt irgendwie alle Dörfer zwangsläufig einnehmen müsste. Von daher, wie schon gesagt, ist das jetzt auch nicht die höchste Priorität, da jetzt hinzurennen und zu sagen, ah, nehmen wir das doch hier noch schnell ein. So weiter und so fort. Jetzt wird es natürlich mit der Positionierung hier so ein bisschen kritisch. Na gut, 1, 2, 3. Das könnte sich sogar ausgehen. Bis zu 40% Gegenschaden. Also das gefällt mir natürlich nicht richtig. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu super, super hoch, dass wir es hinbekommen. Ja, wir schauen mal, ob wir hier uns erstmal so ein bisschen mit diesen Einheiten hier unten messen können. Die können den beide angreifen, das ist schon mal sehr gut. Das wäre auch nicht schlecht, aber lieber ist es mir so rum. Dann greift er mal diesen Bogenschützen an, der somit fast weg ist. Und dann wäre es mir doch lieber, wenn wir das einnehmen, entweder mit dem Kommandanten, der, na gut, werden wir mit dem vielleicht nicht unbedingt nochmal zurückrennen wollen. Oder eben vorher nochmal mit den Bogenschützen draufschießen.
Und dann sozusagen anschließend mit einem Sperrkämpfer dort reinzugehen. Wie viel Schaden macht er eigentlich gegen sich selbst? 40, ja, das ist der Alchemist. Halt. Konnten wir hier die Sachen wechseln? Ja. Macht ja aber irgendwo vielleicht auch Sinn. Da gibt es eigentlich auch keinen wirklichen Grund, warum er ihn nicht besiegen sollte. Also machen wir das doch. So, ihr bleibt mal noch ein bisschen hier, weil ihr das Dorf noch einnehmen müsst. Und sind wir doch ganz gut dabei hier. Und unser Kommandant hat ja auch die Gabe wieder. Na, mal schauen. So, bleibt nach wie vor sozusagen bei seiner Kommandanten Priorisierung. Und wir nehmen mal noch ein weiteres Dorf ein. Könntest zum Beispiel du machen, ist eigentlich erstmal egal. Hauptsache halt eine relativ voll geheilte Einheit. Und jetzt haben wir auch auf unserer Seite langsam so einen kleinen Geldpuffer. Und das ist natürlich äußerst günstig. Könnte das heißen, dass wir eventuell sogar... Ich gehe mal davon aus, dass der Sperrkämpfer den hier besiegen kann. Oder nicht? Ja gut, der hat doch schon recht viel Energie noch. Naja, was soll's, müssen wir halt ein bisschen Schaden akzeptieren an der Stelle. Na, doch schon ganz schön viel. Er sollte ihn mal lieber nicht angreifen. Also ist schon ziemlich verschwenderisch hier, aber momentan hätten wir das Geld übrig. Und dann machen wir das doch mal mit den Heilen. Ja, der besiegt sich natürlich selber, also das war natürlich, dass er da überhaupt auch erstmal auf die Straße rennt. Ist ja schon eigentlich recht dämlich, aber na gut. Nochmal so ein Heiler, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Einheit für uns hier. Die da drüben zu besiegen, wäre jetzt sicherlich so ein bisschen so ein kleiner Wunsch hier. Die Frage ist, können wir die Linie hier mal kurz halten? Mit, wenn ja, mit welchen Einheiten? Ich meine, theoretisch mit den drei Sperrkämpfern und dem Bogenschützen sollte es eigentlich eine lösbare Aufgabe sein.
Ich hätte den gern vorher angeschossen. Und zwar so, dass er nicht zurück angegriffen werden kann. Ach so, ja klar, dann kann wegen mir der Kommandant mal hier rüber gehen. Das reicht doch, oder? Ja. So, auf jeden Fall das was garantieren. Und jetzt nicht irgendwie sinnlos hier nochmal 5% Schaden oder sowas hinnehmen. Das brauchen wir gerade nicht. Also er kann auch einfach hier rüber gehen. Und dann würde ich mal versuchen, mit dem Kommandant und diesen zwei Hündchen und dem Soldaten mal das hier drüben, also vielleicht sogar noch so einen Heiler mitnehmen. Und ich hoffe mal, dass der Rest sozusagen hier unten die Stellung halten kann. Hauptsächlich natürlich die drei Sperrkämpfer. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt natürlich gerade eben hier nach links mit aus... uns hinterherlaufen wollen, das könnte durchaus sein. Das ist halt das, was ich meinte. Macht es mehr Sinn, sich von denen sozusagen in den Rücken fallen zu lassen oder zu versuchen, hier jetzt die Position zu fixieren und die im Vorhinein schon mal aus dem Spiel zu nehmen. Das Dorf muss man ja nicht besetzen. Andererseits könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das hier Sinn machen könnte, hier schon mal ein bisschen einzugreifen, dann kommt auch wieder eine ganze Zeit lang niemand. Du kommst ja gar nicht dorthin. Du kommst ja gar nicht dorthin. Meine Idee war jetzt hier unten anzugreifen. 1, 2, 3. Ach ja, das hätte man natürlich vorher testen. Der kommt natürlich gar nicht hier hin. Dann hätte ich den Alchemisten noch hierhin gestellt. Er hätte hier seine Inspiration gemacht und dann wären natürlich alle nochmal dran gekommen. Ja, ist natürlich jetzt schon ein bisschen ärgerlich, aber na gut. Aber vielleicht greift er dann wieder den Kommandanten an. Vielleicht ist das dann unser Vorteil hier. Na gut, mal schauen, was passiert. Alles in allem sieht es ja doch erstmal noch relativ gut aus. Das ist, sage ich mal, okay. Gefällt mir auf jeden Fall besser, wie wenn er den einen kritisch angegriffen hätte. Zumal er ja auch jetzt nach vorn gegangen ist und sich somit hier natürlich
aus meiner Sicht nicht ganz so vorteilhaft positioniert hat, aber na gut. So ist das halt. Ja, ein, zwei Züge sollten wir noch haben. So, ihr begebt euch mal damit darüber. Er braucht mal einen kleinen Energieschub hier. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir es schaffen, aber es ist nicht garantiert. Hat geklappt, okay. Diesmal haben sie auch gar nichts gesagt. Und wir können es im selben Zug noch besetzen. Ist auch immer gut, weil dann haben wir dort eine Sache, die eventuell der Gegner möglicherweise auch noch bevorzugt angreift. Und ja, in dem Fall wäre es natürlich echt vorteilhaft. So, die anderen sind schon mal so weit positioniert. Lass mal den Gegner mal. Neue Einheit. Hey. Na gut. Wollen wir da nicht zu sehr meckern, weil wir da kostenlos was dahingestellt bekommen? Und wie schon gesagt, das Dorf jetzt extra, also wäre jetzt höchstens die Frage, was man dort für eine Einheit bekommt, aber... Ich gehe mal fast davon aus, dass sich das nicht wirklich lohnen wird. Andererseits, der Kommandant kommt jetzt noch nicht ran. Und für die Welle hätte ich natürlich auch gern wieder eine starke Einheit, die ein bisschen was abfangen kann. Also wenn wir jetzt hier einen Kavalier oder sowas bekommen würden, das wäre natürlich schon gut. Aber wenn es wieder bloß ein einfacher Sperrkämpfer, gut, Sperrkämpfer ist auch eine sehr gute Einheit hier, aber wenn es auch mal so ein normaler Soldat ist oder sowas, dann ist es das natürlich nicht wert. Gehen wir über zwei Schritte, dann können wir aus dem Wald aus angreifen. Du musst dahin, du musst dahin. Du musst irgendwie weg. Du stehst grundlegend okay. Also er könnte sich jetzt hier natürlich an den Gebäude heilen, aber er soll den halt mal theoretisch diesen kritischen Treffer ermöglichen, falls er angegriffen wird von dem Kavalier.
Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Ich weiß gar nicht, so extrem viel langsamer sind wir jetzt aber auch nicht wie beim letzten Mal. Irgendwie scheint einfach die generelle Taktik jetzt besser zu sein, ich weiß es nicht. So als ob sich das andere dann von wie von allein sozusagen ergibt. Weil wir jetzt eben hier mit Vorsicht angegriffen haben. Und wenn er jetzt tatsächlich einen normalen Schwertkämpfer gebaut hat, dann ist er schon sehr ungewöhnlich, nur weil er davon nicht mehr so viele hat, oder wie? Ja, aber damit können wir auch leben. Na gut, für den Kommandant ist das ja wirklich kein Problem. Und das macht, denke ich, auch mal Sinn, hier das gleich mit einzunehmen. Da hat er sich auf jeden Fall schon mal hier sozusagen positioniert. Okay. Hier wird es natürlich jetzt ein bisschen unangenehm an dieser Front sozusagen. Aber wie schon gesagt, falls dieses Dorf wieder Priorität für den Gegner hat, dann würde ich das doch durchaus in Kauf nehmen. Dass er das erstmal angreift. Und dann lassen wir das doch mal so stehen. Also wie schon gesagt, hier kann schon mal passieren, dass uns irgendwo mal eine Einheit in der ganzen Mission natürlich verloren geht. Er greift ihn an, das ist interessant. Ja, weil gegen diese Sperrkämpfer sind die Kavaliere wirklich sehr schwach. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der andere Sperrkämpfer sozusagen in der Lage gewesen wäre, ihn anzugreifen. Aber ist auf jeden Fall erstmal eine Wahl, die uns grundlegend eigentlich erstmal weiterbringt. Dann nehmen wir mal dieses Dorf ein und hoffen, dass wir da irgendwas wirklich Gutes von diesem abgelegenen Dorf bekommen. So, der muss auf jeden Fall so schnell wie möglich hier wieder zurück transportiert werden. Hier muss erstmal ein bisschen Schaden angerichtet werden. Tja, und dann ist jetzt natürlich schon die Frage, wie geht's weiter hier? Es könnte sich auch mal einer. So heilen.
Und dann können wir das mal so machen. Greift er trotzdem noch kritisch an. Das macht keinen Sinn. Das vielleicht schon eher. Weil auf so einen Schwertkämpfer, da kann man wirklich im Zweifelsfall eher nochmal drauf verzichten. Ja, geht denke ich mal in Ordnung. Wir werden das mal so rum machen. Und den Kommandant auf jeden Fall so nah wie möglich ranbringen hier. Der stand glücklicherweise erstmal im Wald. Da war es erstmal nicht so schlimm. Okay, Kavalier. Na gut, könnte sich also doch gelohnt haben, der kleine Umweg im... So, wer kommt denn hier? Kavalier, Bogenschütze, Schwertkämpfer ist natürlich interessant. Speerkämpfer auch nochmal. Sehr gut, sehr gut. Das sind natürlich Einheiten, die ich sehr gerne sehe. Dann schlägt es hier erstmal ein. Hier schlägt es auch ziemlich ein. Was man sagen kann, ja. Aber wir können das natürlich machen, ohne Schaden zu nehmen. Und das ist dann natürlich noch einen Ticken eleganter. Gut, er kann ja wirklich relativ weit laufen. So, haben wir uns erstmal wieder ein wenig aufgepäppelt hier. Apropos, ihn mal noch ein bisschen hochheilen hier. Genau. Und dann machen wir hier nochmal eine kleine Heilung rein. Und dann sind wir doch schon wieder so ziemlich durch mit unserem Zug hier. Also wie schon gesagt, jetzt hier auf diese Rang A oder irgendwas zu gehen, das ist wirklich uninteressant an der Stelle. Wobei wir gar nicht so weit davon entfernt sind. Na gut, 6 Züge ist noch ein... Ist jetzt nicht so viel, um noch so viel sozusagen Einheiten und so weiter zu besiegen. Wir haben jetzt aber schon mal die... sind jetzt schon mal in der Überzahl. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kommt nicht ran, kommt nicht ran, kommt nicht ran. So, jetzt haben wir doch mal unsere Truppe hier schon mal noch mal so ein bisschen versammelt. Du kannst mal noch dahin.
Und er nimmt mal wieder die 10% aus dem Dorf wieder raus. Genau, und er baut wieder einen Alchemisten. Das ist absolut vertretbar. Ja, schade. Da sollten wir einmal sehen, wie wir das jetzt hier hinbekommen. Nehmen wir einmal an. Er ging hier hin. Gibt ihn, wenn sich der dann dahin stellt, einen kritischen. Dadurch kann er auch einen runterziehen, von hier aus schießen. Ja, zu viel drüber nachdenken ist manchmal auch nichts. Er kommt ja eh nur maximal bis dahin. Er könnte sich allerdings dahin stellen. Und dann können wir sozusagen dreien nochmal ihren Zug wiedergeben. Und somit können dann sozusagen die Sperrkämpfer hier aufräumen. Dann hätten wir tatsächlich... Na, mal schauen, ob sie es hinbekommen, aber... ja, okay, wir haben uns doch unseren Bogenschützen hier... war dann doch noch gut gewesen. Genau, weil er kommt nämlich nicht ran. Also hätte man sich vielleicht noch irgendwie hinstellen können, dass er auch nochmal drankommen soll, aber hierum larum, so rum haben wir es erstmal. So, was für Einheiten erwarten uns? Erstmal, also außer dann hier unten, aber von denen, die ja produziert, erstmal noch keinen Bogenschütze. Na gut, schauen wir uns die Sache einfach mal an. Also jetzt sieht es natürlich schon wesentlich besser aus als beim letzten Mal, wo wir hier noch mit so 5 Halbüberlebenden ankamen. 19-14, das sieht doch schon eher nach einer Sache aus. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Das ist wichtig, dass wir das nicht erlauben. Okay, einfach nur so einen kleinen Mini-Zug hier gemacht und einfach den Kavalier rankommen lassen.
Also der Kommandant, der hätte sicherlich auch einen kritischen Angriff überlebt, aber das muss ja nicht sein. Bogenschütze, Kavalier. Das ist ja zu erwarten. Erstmal hier aufgeräumt. Die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich hoch, aber ja, man weiß es ja nicht. Gut. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also da kommt er auf jeden Fall nicht hin. Also können wir den auch getrost hier angreifen, ohne da irgendwie jetzt riesige Probleme zu erwarten. So, haben wir doch schon mal einen zum Besetzen gleich hier. Er muss ihn jetzt noch nicht unbedingt heilen, das ist erstmal nicht so wichtig. Er kann erstmal warten. Hey, wir haben ihn sogar im Geld überholt, das ist immer eine Sache. Nicht, dass er jetzt ernsthaft wichtig wäre, aber na gut. Ja komm, wenn wir das Geld haben, dann heilen wir den doch auch mal hier. So langsam fängt er jetzt wahrscheinlich doch an, sein Geld ein bisschen auszugeben, nachdem wir die ganzen Dörfer jetzt irgendwann eingenommen haben. Ja, und da kamen dann letztens von oben die noch angerannt, die wir beim letzten Mal ignoriert hatten. Da kommt jetzt aber natürlich keiner mehr. Wobei, die waren sicherlich jetzt auch nicht das Problem, die uns da den Rest gegeben haben, weil das war ja wirklich keine besonders starke Truppe dort oben. Aber hier über die Brücke und alles so zu kommen, das ist schon nochmal interessant. Halt, du besetzt bitte von dort oben. So. Genau, wenn wir hier einfach erstmal die Position so ein wenig halten könnten. Ja, ob er das jetzt macht oder nicht, ist erstmal egal. Zack, weg. Gehen wir ruhig noch einen vor, ist jetzt die Frage. Achso, mit ihm auf jeden Fall. Dann soll er sich doch mal angreifen lassen hier. Und... ja, halte ich halt mal noch für 2 Gold hier voll. Im
allerschlimmsten Fall können wir immer noch den Wagen zum Blocken nehmen. Und sozusagen zum Beispiel mal eine Brückenseite mal für einen Zug oder zwei vielleicht blockieren. Achso, und jetzt kommen natürlich auch alle von unten angerannt, okay. Ah, noch ein Schütze, das ist wirklich mal sehr gut. Ja, das heißt, praktisch gesehen... Ja, jetzt sollte man nur aufpassen, dass wir uns jetzt nicht irgendwie zu albern werden. Jetzt irgendwelche sinnlosen, zu riskanten Dinge tun. Das wäre okay, weil der Kommandant, also durch den Berg ist er natürlich erstmal so geschützt, dass er nur von einer Seite erstmal angegriffen werden kann. Wie weit kommt er? Er kommt genauso weit, um ihn kritisch zu treffen. Das wäre nicht so gut. Er könnte natürlich jetzt ihn wegnehmen. Bekommt es dann aber hier natürlich mit dementsprechenden Einheiten seinerseits zu tun. Ja, wenn er einfach vor uns stehen bleibt, ist es relativ ungefährlich. Wenn er ihn besiegt, ist er ja fast schon schlechter. Er kann natürlich auch über diese Seite kommen, aber über den Wald wird es natürlich mit dem Pferd etwas schwieriger. Ja nun. Ein Heiler könnte den relativ stark beschädigen. Ja komm, das ist es jetzt, denke ich, wert. So, der Bogenschütze ist ja ganz hinten, das ist auch schon mal gut. Er kommt ja hier jetzt erstmal nicht durch. Klar, also wenn er mit ihm wegreitet, wird es natürlich interessant, aber er kann auch auf ihn schon mal nicht anstürmen. Das heißt auch, dass er zum Beispiel schon mal hier hin kann. Wir könnten jetzt hier nachschießen, aber das wollen wir gar nicht. Wir heilen hier auch nochmal unsere Truppen nach. Und eigentlich hätte ich natürlich die Sperrkämpfer gern wieder an vorderster Front gehabt, weil die waren hier wirklich die wichtigsten fast in dieser Mission. Baut einen weiteren Bogenschützen, das macht Sinn. Läuft mit dem zurück, um dann mit den anderen anzugreifen. Was ja Sinn macht. Ja, wir können es uns jetzt überlegen. Entweder wir hauen den garantiert, fast garantiert kritisch weg. Wir stechen den schon mal an.
Ach so, Moment, das kann er natürlich auch von hier aus machen. Ja, machen wir das doch mal so rum. So, nach vorne an die Front stellt sich der Bogenschütze natürlich nicht. Das wäre natürlich albern. Und hier wird es jetzt natürlich ein bisschen fragwürdig. Weil ich gehe mal davon aus, dass er sich dorthin stellen könnte. Dann könnte er... Ja, so wie er sich natürlich hier hinstellen kann. 1, 2, 3. Na gut, er kommt da nicht dorthin. Wer würde sich denn davon eignen? Vielleicht sogar er. Also natürlich theoretisch der Kommandant, aber ich weiß nicht so recht, ob ich das will. Ach, na komm, wir machen es mal so rum. So, und ihr seid auf der Seite jetzt sozusagen einfach unsere Schutzeinheit hier. Die sich das mal in Ruhe da einfach mal aufmarschieren, einer nach dem anderen. Ja, und er kann sich ja glücklicherweise, ist er recht weit bewegen hier. Und dann schauen wir uns doch die Sache mal an. Eigentlich dürfte da jetzt nichts mehr Großes anbrennen. Die einzige echte Gefahr wäre, wie schon gesagt, wenn sich der Kommandant irgendwie besiegen lässt, aber das sollten wir ja nicht tun. Genau, neutralisierte gegnerische Kaserne, sollte man nochmal dran denken, was die eigentliche Aufgabe ist. Das hilft ja manchmal auch. Er greift mal den an. Die Hündchen müssen mal weg. Wartet mal hier, damit er ihn kritisch angreifen kann. Ja, sieht doch sehr gut aus. Klappt auch schon mal soweit. Wie weit kommst du? Du kommst bis dahin. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu kritisch für unseren Kommandanten, dass er sich da hinstellt, aber das müsste eigentlich noch im Bereich des Möglichen hier sein. Was wir da hier so vorhaben.
Also er kann einfach darum, ja. Dann machen wir das doch auch noch. Noch mal einer weg. So, ich denke mal, der Schaden bringt uns ja noch am meisten ein. Und dann sollte sich diese lange Nebenmission dann doch erfolgreich sozusagen erschließen. So. Na gut. Ein Hündchen, also damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber na gut. Ich denke, wir haben die erste Einheit oder so verloren oder zwei, ich weiß gar nicht. Achso, weil er dort steht, kommen wir jetzt auch an die Kaserne nicht sofort ran. Ja gut, da müssen wir halt noch einen Zug warten. Ja, auf jeden Fall den Kavalier schon mal anschießen. Ja, das ist jetzt auch egal. Kann da auch ruhig nochmal draufhauen. Das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Und dann sollten wir eigentlich im nächsten Zug genügend Einheiten hier in der Nähe haben. Um ja sozusagen diese Kaserne da noch auszuhauen. So. Also etwas langsamer als Rang. Aber jetzt auch nicht allzu sehr viel. Er müsste es garantieren, genau. Ja, da streiten wir uns jetzt auch nicht noch mit irgendwelchen anderen Einheiten rum. Wir besiegen jetzt einfach die Kaserne und dann war's das. Wir sind gerettet. Was für ein braver Junge. Er ist kein braver Junge, sondern ein käuflicher Extremist unter dem Banner der
autokratischen Bourgeoisie. Ich finde ihn eigentlich ganz niedlich. Er prügelt uns in einer Tourwindel weich. Er ist ein flauschiger Tyrann. Kommt Jungs, wir gehen wir. Hallo Cäsar, was hast du denn angestellt? Komm, wir spielen Ball. Okay, Rang B, das ist doch noch ganz ordentlich. 2 verlorene Einheiten und 56 Einheiten besiegt, das ist doch mal eine Sache. Okay. Und hier gibt es auch schon wieder eine nächste Nebenmission. Ja gut. Aber ich denke, das war es erstmal für heute soweit. War mir einfach nochmal wichtig, dass wir das jetzt hier nochmal hinbekommen. Hat jetzt am Ende gar nicht so viel länger gedauert, wie ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, ja, wenn man das jetzt langsam angeht, braucht man da 50 oder noch mehr Züge. Aber alles in allem war das dann doch gar nicht so schlecht gewesen. Also muss ich mir nochmal den Unterschied zur vorhergehenden Herangehensweise anschauen. Na gut. Auf jeden Fall war es das dann erstmal soweit. Gehen wir hier doch nochmal auf Speichern. Und ja, dann erstmal soweit. Also bis dann.